Bei der U20-WM der Frauen in Frankreich bekommt es Deutschland im Viertelfinale mit Japan zu tun. Um 19.30 Uhr kämpft die Mannschaft von Bundestrainerin Maren Meinert gegen die Asiatinnen ums Halbfinalticket. Das DFB-Team holte sich mit 3 Siegen in 3 Spielen den Gruppensieg, Japan ist allerdings der bislang schwerste Gegner. In der Vorrunde warfen die Japanerinnen die USA mit einem 1:0 Erfolg aus dem Turnier. Innenverteidigerin Tanja Pawolik vom 1. FFC Frankfurt ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst, die japanische Mannschaft ist spielstark. Sie haben viele schnelle Spielerinnen. Das Spiel wird uns alles abverlangen. Das Viertelfinale der U20-WM in der Übersicht, Spanien, Nigeria 2:1 Frankreich, Nordkorea 1:0 England, Niederlande, 16 Uhr, Deutschland, Japan, 19 Uhr.